Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich diese Mission hasse. Wow. Wunderbar, es hat jetzt offenbar doch funktioniert. Ja, dieser Level ist sehr, sehr, sehr nervig und merkwürdig. Aber ich habe ihn hinter mir und die nächste Mission ist Pupenkacken einfach. Ah. Dafür der Boss danach nicht unbedingt. Der Boss danach wird wieder ein bisschen arschig sein. Lackluster Performance, I'd say. Ah, Bullet Station wird so schön. Danach könnte es bescheuert werden. Ich glaube, die Mission danach ist eine von denen, wo man unsichtbar sein muss. Zerstöre 30 Kapseln! Die von Eggman entwickelten Kapseln sind über den Stützpunkt verstreut. Zerstört diese. Von mir aus. Einen Schluck getrunken, dann sind wir gleich wieder fit. So. Für diese Mission ist Vector wie geschaffen. Dass Vector eigentlich nie fragt, wann er bezahlt wird. Okay, wir nehmen einfach Charmy. Der kommt da hoch. Und BAM! 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 Aha! Kurzes Standbild hatte ich wieder. Nee, ihr vermutlich nicht. Na gut, dieser Level ist völlig normal. Keine Besonderheiten zu denen der anderen. Warum habe ich diesen Schlüssel eingesagt, ich Idiot? Wow. Okay, da unten sind auch Kapseln, also muss ich da auch hin. Okay, es ist nur eine hier. Ist da was drin? Nö, da war nichts. Dann gibt es hier bestimmt irgendwo einen blöden Schalter. Bam. Natürlich ist er nicht direkt neben dem Ding. Nein, ist in einer einfachen Kiste hier. Aktivieren. Und weitergehen. Bam. Bam. So. Yeah, und stirb. Zwei Schalter? Ernsthaft? Ernsthaft? Nur zwei oder Schalter. Hm. Ich will, dass meine Teamkollegen mitkommen. Na, und schwing dich rüber. Zur zweiten Stange, an der du dich wegschwingst. Ah, Mittelspur ist frei, wunderbar. Hier sind noch zwei. Ich meine, es wären eigentlich mehr hier. Merkwürdig. Gut, lauft geradeaus, Jungs. Dankeschön. Stepp. Und BAM! Und runter! Wohohoho! Ah, ich habe mal wieder einen Bug gefunden. Das ist jetzt äußerst ulkig, finde ich. Das war jetzt äußerst ulkig. Eigentlich hätte Espio gar nicht steuerbar sein sollen. Aber er war doch steuerbar. Bam. Dieser gefangen genommen werden, aber doch nicht gefangen sein Glitch ist lustig. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie ich ihn jetzt eigentlich gemacht habe. So, hier ist Todesabgrund. Das heißt, hier sollte ich aufpassen, wo ich hinlatsche. Vector, du bist dran. Du bist dicker als die größeren Latschen.
und die größeren Fäuste, die du eigentlich nie benutzt. Wohlgemerkt. Ha! Skillshot, Baby, Skillshot. Oh, und hier sind wieder zwei Kapseln. Und bam. Und bam. I am invincible! Invincible! So, wir haben schon 15. Also geht das doch relativ flott. Hier nehme ich Charmy. Aus Sicherheitsgründen. Jetzt spring auch da rein! Hey, es bewegt sich! Ich möchte wissen, wo uns diese Kanone hinbringt. Ich möchte wissen, wie kann euch das kümmern, wenn ihr so ein Ding seht. Ich bin anscheinend eingerostet. Ah, Level Up für Vector. Unverhofft. Da ist noch eins für Charmy drin. Ja. Und nein, offenbar nicht. Yeah! Und ein Leben. Nicht übel. Und das ist gut. Und hoch. Wow, 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 wow. Jetzt hoch. Jetzt will ich noch. Und stirbt. Und stirbt. Stirbt. Nun geht er drauf. Dankeschön. So, hier ist wieder Vector gefragt. Frag mich, wo er diesen Kaugummi her hat. Wow, 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 wow. So, Schalter aktiviert. Zufälligerweise erwartet uns hier eine Kapsel. Dahinter der Käfig. Nun spring doch ganz normal, danke. Und runter. Espio ist schlau, er sagt, dass wir fallen. Ganz ehrlich, Tunnelfahrten finde ich immer cool. Nur hier muss ich dummerweise weiter. Yep. Und vorwärts. Ja. Espios Aufgabe. Schwing, 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 schwing. Gut, Jungs, ihr werdet geweckt. Und zwar brutal. Okay, ich bin gemein. Nee. Es hat... Och, nö. Ja. Bam. Ich hatte schon fast gedacht, ich sterbe wieder, weil ich wieder ein Standbild hatte. Ach, ja. Warum muss das auch noch kommen? Na egal, ich kann gucken, ob ich hier vielleicht ein paar Katzen erwische. Geschwindigkeit nimmt ab, wenn ich abgeworfen werde, ja. Es ist nur irgendwie merkwürdig, dass man immer dieselbe Reihenfolge verliert. Auch wenn man das gesagt bekommt. So, ich brauche noch 8. Oh. Gemeinheit. Ich kann nicht steuern. Und auch nicht bremsen. Ja. Ich habe ein paar Kapseln nicht gekriegt, aber ich glaube, das kann man mir wohl verzeihen. Okay, wo komme ich jetzt hin? So, er noch und dann haben wir es auch schon. Unsichtbar und dann können wir eigentlich da durch. Können wir auch.
Oh, hier wird's bewacht. So, Vector, dein Job. Ich weiß, dass sie zuerst auf diese idiotische Trampolin gehen. Aber wir haben es geschafft. Unter 10 Minuten. Den letzten Level zwar auch, aber ich finde, der hier ist irgendwie gelungener. Es sollte bald Abendessen geben. Und? Not bad. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber das reicht mir vollkommen. So, was hat mich jetzt angeschrieben? Axel hat mich angeschrieben. So, jetzt haben wir ihn. Das muss... Was machen wir jetzt? Dr. Eggmans geheime Waffen müssen an Bord des Schiffs sein. Zerstöre das Schiff, bevor es die Schlucht erreicht. Kinderspiel. Nein, es ist nicht! Sieht ziemlich schwer aus. Sind wir soweit? Oh ja. Die sind soweit. Feuer! So, die Kanone wäre schon mal aus dem Verkehr. Ist das euer Ernst? Level up. Bam. Unbesiegbar. Bam. Vorwärts. Ja. Voller Kraft. Vector Level Up gibt es hier auch noch. Level Up für Espio ist nicht mehr drin, ne? Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Ringe dazu bekommen. Ja, wir machen die zuerst kaputt. Wenn ihr das hier seht, mir schon eine Überlegung, eine bestimmte Ankündigung rauszuhauen, was Sonic Generations angeht. Nicht, dass ich es auf 100% machen werde oder euch alle Achievements zeige oder sogar einen Trophäenraum. Nein, etwas ganz anderes. Was jetzt nichts mit einem richtigen LP zu tun hat, sondern mehr mit so Challenges. Au. So, wir haben jetzt so viele fallen gelassene Ringe wieder eingesammelt, dass wir ein Teamblast über haben. Na dann komm mal her, Eggy. Und stirb! Friss das, du super duper emotionaler, genialer, fertiger Weckruf. So, der untere Körper ist schon mal weg. Bam. Unbesiegbar. Bam. Vorwärts. So, schauen wir, macht ihm jetzt einfach ein Gar aus. Von hier aus. Und so schnell fliegt er ja nicht mehr. Und der Vogel hat seine besten Tage gesehen. Jetzt triff auch Charmy. Es geht langsam voran, aber es geht voran. Ja, Treffer. Nein, ich glaube, es war gar kein Treffer. Lieg schneller. Wow. Okay, dass ich das überlebt habe. Teamkollegen. Stirb. Eggman. Du kannst nicht gewinnen. Niemals. Bam. Jetzt triff auch. Gut, viel AP hatte Egg, aber Tross nicht mehr. Ja, bam. Jo. Hat so viel AP wie ein ganz normaler Roboter. Kein Wunder, dass ich den jedes Mal mit einem Schlag besiegt habe am Ende. Bam.
tot. Es wäre noch ein richtig guter Boss gewesen, hätte er jetzt noch den Egghawk als kompletten Boss noch dazu gehabt. Das wäre genial gewesen. Das hätte noch ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn der Egghawk ein totales Weiche ist. Totaler Waschler. Nicht zu nichts nutze. That giant ship was so cool looking. Too bad we destroyed it. Ja, das sah schon einigermaßen aus, aber es war jetzt keine besondere Geheimwaffe.